I always felt really peaceful in nature, but I didn't really understand it until I was older. I flew to Pakistan and Patagonia and all over the world. I spent 20 years traveling all over the world and not really feeling bad about it for a long time. I started to get older and I was in my early 30s and I kind of wondered what you do next. Like, what does an old mountain guy do, or an alpinist, or how do you move forward? We decided to try and have a family. But then I was seeing that my kids were gonna not be able to show their kids glaciers. And I felt like I wanted to be more involved in the process of protecting that for them. And so I started working with Patagonia on environmental campaigns and starting some nonprofits in the Chamonix Valley for myself and my kids. A lot of these rocks are stuck together with permafrost. And now that the temperatures are good, permafrost is ice that's icy all year long. But when it gets too hot, the ice melts and then it becomes water. And it was stuck with ice. And then these huge pieces of rock are falling down. So all over the massif, there was huge pieces of rock that fell down this summer because it was too hot. Ich bin Geolog. Ich arbeite freiberuflich sehr viel für die Landesgeologie. Und dann laufe ich halt um von Feldsignatur zu Feldsignatur und bestimme Gestein und mache dort eine entsprechende Farbe für meine Karte. Ich sehe quasi, wie das Land im Urzustand, so das Urwüchsige, das Ruche, das kenne ich so schnell. Und das gibt mir ganz viel, das merke ich jetzt über die Jahre. Wenn jetzt gewisse Studien zutreffen, dann haben wir vielleicht in 50 bis 100 Jahren keine Gletscher mehr in den Alpen und das sind große Flächen. Und das Landschaftselement, das nachher fehlt, das mir auch bedauern. Und ich habe den Eindruck, dass bestimmt das Emotionale rund um das Thema Gletscherschwund. Und was irgendwie wie nicht im Fokus ist, ist, dass im Prinzip zwar etwas verschwindet, aber dass auch etwas Neues vorkommt. Und ich finde, das ist ein Privileg, dass man Land dazu gewinnt. So komme ich eigentlich zu dem Begriff. Ich nenne das für mich das neue Land, weil es ist ein Land, das mir geschenkt wird. Die einzigen Gedanken, die mittlerweile auftauchen, was man mit dem neuen Land könnte machen, sind eben genau das Nutznießige. Und ich finde, das hat dann viel auch mit dieser Kolonialisierungsgeschichte zu tun. Und dann ist halt wieder die Frage, ja, machen wir das, wie die westliche Welt, die die letzten 500 Jahre halt gemacht hat mit neuem Land? Oder gibt es auch andere Möglichkeiten? Können wir das auch als etwas Schönes einfach lassen? Wir haben 60% von unserem Strom heute, der aus der Wasserkraft kommt. Und wir starten schon mit dem. Und jetzt müssen wir noch oben ausbauen. Und wir haben ein riesiges Potenzial, was den Ausbau betrifft in der Solarenergie. Aber da haben sie jetzt letztens die Anlage auf dem Dach gemacht. Das ist ein Neubau. Mit Photovoltaik könnte man so viel Strom generieren, auf Dächer und Fassaden, wie wir in der Schweiz brauchen. Wir sind dann immer noch an bestehender Infrastruktur. Wir haben noch nichts nirgendwo in den Naturraum eingreifen.
Es wird immer so dargestellt, als ob wir uns in einer Klimakrise befinden. Aber wir sind auch in einer Biodiversitätskrise von gleichem Ausmaß. Wir befinden uns in einem der grössten Artensterben in der Erdgeschichte. Und die beiden Krisen, die Klimakrise und die Biodiversitätskrise, sind eng miteinander verzahnt. Bislang ungenutzte Grünflächen, vielleicht sogar aus Biodiversitätssicht wertvolle Flächen nutzen, um Energieanlagen drauf zu bauen, ist nicht zielführend. Bei der Umsetzung der Energiewende ist es immens wichtig, dass man die ganze Biodiversitätskrise mit berücksichtigt, aber nicht noch verschlimmert durch das, was man eigentlich gut machen möchte. Wir von Mountain Wilderness Schweiz sind hier zum Protestieren gegen das Projekt Gondosolar. Ein Pilotprojekt, das alpenweit eine grosse Veränderung der Landschaft herbeiführen könnte, die schon zum Nachdenken bringt. Weil es eben auch vor allem so viel Fläche braucht. Wir haben den Initiator getroffen und auch ein paar Parlamentarier. Und die haben gesagt, es sei ein super Ort, weil es ist unsichtbar. Darum können wir da etwas machen. Aber das ist nicht wahr. Dort, wo wir Strom brauchen, dort sollte man den auch produzieren. We automatically go to these wild spaces for our answers. What are we losing and what are we sacrificing that we can't get back? Wilderness in itself is like very quickly reducing. And I think it's a really important facet of the human experience. If we stop judging each other and work towards moving together, then we're going to be able to do our best in what way we can.